Ich bin hier beim U19-Lehrgang in Frankfurt. Ich bin Sören, U19-Spieler. Ja, und ich stelle euch heute die Mannschaft vor. Fangen wir an mit Anton. Anton spielt hier in Frankfurt. Anton, was bewegt dich denn, bei Rollstuhlbasketball zu spielen? Es ist der Spaß am Sport und die Nettigkeit der Menschen vor allem. Top. Ja, genau. Als nächstes haben wir Jakob. Jakob spielt mit mir zusammen in Hannover. Erzähl mal, was begeistert dich so an Rollstuhlbasketball? Mich begeistert an Rollstuhlbasketball, dass alle zusammenspielen können, ob behindert oder auch nicht behindert. Sehr schön. Ja, das ist Jakob. Und dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Hannoveraner. Noel spielt jetzt seit einem Jahr in Hannover. Was begeistert dich so an Rollstuhlbasketball? Ich bin begeistert, dass die Nichtbehinderten und Behinderten in einem Team spielen können und der Teamgeist, den es immer im Team gibt. Ja, das war Noel. Als nächstes haben wir Glenn. Glenn, komm zu mir. Du spielst in Dortmund. Auch schon ewig und 3 Tage. Was begeistert dich denn am Rollstuhlbasketball? Der Spaß und der Teamsport. Also, ja. Ja. So, und dann haben wir als nächstes Lino von den Sharks in Essen. 4,5er, was begeistert dich am Rollstuhlbasketball und warum bist du dabei? Mich begeistert am meisten, denke ich, dass Ballsport und Sport im Rollstuhl kombiniert wird. Und von daher bin ich gerne dabei. Genau, dann haben wir jetzt hier den nächsten Hannoveraner. Luis. Spielst schon ewig? Wie lange spielst du schon und was begeistert dich denn so? Also ich spiele, seit ich 4 Jahre alt bin, dementsprechend seit fast 14 Jahren und mich begeistert einfach das Teamplay und ja die Schnelligkeit von dem Spiel und ja, Ballsportarten gehen immer gut. So, dann als nächstes haben wir hier Sean. Sean spielt in Berlin, auch schon begeisterter Rollstuhlbasketballer seit ewig und 3 Tagen. Was begeistert dich? Das Zusammenspiel mit Behinderten, dass Nichtbehinderte und Behinderte zusammenspielen können. Sehr cool. Dann haben wir jetzt Dominik. Fuck. Ach, stimmt. Ja, du spielst bei den Iguanas und in Augsburg. Was begeistert dich? Und ja, du bist 14. Wie lange spielst du schon? Also ich spiele seit 4 Jahren und mich begeistert einfach der Teamgeist, dass Behinderte und Nichtbehinderte zusammenspielen und Spaß haben können. Jo, super. Als nächstes haben wir hier aus Jena, haben wir Eddie. Eddie, was macht dir am meisten Spaß im Rollstuhlbasketball? Ich find's toll, in einem Team zu spielen, was zusammenhält, egal in welcher Situation. Ja, sehr cool. Danke, Eddie. Und jetzt haben wir noch als letztes Joel. Joel spielt in Köln bei den Köln 99ers. Was begeistert dich denn? Also mich begeistert am meisten eigentlich das Teamspiel zwischen Nichtbehinderten und behinderten Spielern. Sehr cool. Ja, das war jetzt die U19, die hier in Frankfurt vertreten ist. Genau. Ja, Vanessa, du bist hier als Ernährungsberatung heute und am Wochenende dabei. Was genau wirst du hier mitgeben? Ja, also bei diesem Lehrgang arbeiten wir ein bisschen auf die Reiseernährung, weil wir haben jetzt eine Reise in der Schweiz ab morgen. Und auch ein bisschen auf den Timing von Ernährung, also was sollen wir nach dem Training einnehmen, unsere Trainingsreize zu maximieren. Auch einfach auf wirklich gesunde, sportgerechte Ernährung. Aber gerade die Schwerpunkt für uns ist auf das Timing für Ernährung und also wie können wir die meisten von unserem Training erreichen. Genau, ja, und du hast jetzt schon Pulsgurte verteilt. Was möchtest du damit genau beobachten? Was für Schlüsse kannst du aus den Werten ziehen? Ja, also wir haben ab dieses Trainingslehrgang jetzt Pulsgurte dabei für unsere Jungs. Es ist sehr interessant zu sehen, also wie schnell kommen die wieder runter, also vom Maximalpuls oder vom arbeitenden Puls, also Trainingspuls, das die haben, wie schnell kommen die runter, also wie läuft gerade die Ausdauer bei denen und es ist sehr interessant zu sehen, jede Trainingseinheit, wie es entwickelt und also wie das wirkt sich auf den Jungs aus. Ja, dankeschön, Vanessa. Cool, dass du dabei bist. Danke, finde ich auch cool. Ja, wir freuen uns auf eine erfolgreiche Woche.